Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese menschenverachtende Mord-, Überfall- und Anschlagsserie des NSU-Trios soll sich nicht wiederholen. Und wir tun alles, um sie aufzuklären. Das waren die zwei Versprechen, die wir abgegeben haben. Und ich glaube, es ist Zeit, Bilanz zu ziehen nach einem Untersuchungsausschuss, nach einem zweiten. Diese Versprechen habe ich in erster Linie ganz persönlich für mich den Opfern gegeben und ihren Angehörigen, die ich auch zum Teil auf der Bühne begrüße. Ich habe sie aber auch den Menschen in Deutschland gegeben, weil wir Vertrauen einflößen müssen nach einem solchen Vorkommnis. Und wenn ich Sie mir erlauben, dann nehme ich beide Untersuchungsausschüsse NSU zusammen. Wir haben 5 Jahre intensiv in beiden Untersuchungsausschüssen einvernehmlich mit einstimmigen Beschlüssen und mit einem einstimmigen Abschlussbericht einen parlamentarischen Anstand gezeigt, eine parlamentarische Disziplin, die wahrscheinlich einmalig ist in diesem Haus. Und dafür möchte ich mich bei allen anderen Fraktionen bedanken. Es ist ein starkes Signal an Justiz, an Ermittlungsbehörden, an den Gesetzgeber und an diese Gesellschaft, dass wir alles beiseite geschoben haben, was normales Parteiverhalten in einem Bundestag anbelangen würde. Keine übliche Debatte, und deshalb möchte ich auch heute darauf verzichten. Ich möchte nicht polarisieren, und deswegen hat meine Fraktion auch kein Sondervotum abgegeben. Wir glauben, dass diese gemeinsame Grundüberzeugung, die wir in dem Untersuchungsausschuss gewonnen haben, nicht kleinteilig zerredet werden darf. Und ich habe es mir selbst jetzt zur Pflicht gemacht, weil ich auch nur 7 Minuten habe, auf x Versagensumstände, auf x Schwächen, die wir schon im ersten Ausschuss identifiziert haben, ihn heute zu wiederholen. Ob das V-Leutewesen ist, ob das Schreddern ist oder was auch immer, meine Damen und Herren, vieles von dem Befund, den wir im Untersuchungsausschuss hatten, gab es als dramatischen Befund bereits am 2. September 2013 in diesem Haus. Und das gilt weiter. Warum dieser Untersuchungsausschuss eigentlich dieser zweite? Herr Kollege Schuster, darf ich ganz kurz unterbrechen? Ja. Angesichts dieses ernsten Gegenstandes darf ich alle bitten, die jetzt noch unabhängig von diesen Beratungen Gesprächsbedarf haben, dies nicht hier im Plenarsaal zu tun. Warum dieser zweite Untersuchungsausschuss NSU? Wir haben in der ersten Auflage wegen des Prozesses in München, den wir nicht stören wollten, unsere Untersuchungsarbeit eingestellt mit dem Datum 4.11. Alle Ermittlungen danach konnten wir in der vergangenen Periode nicht untersuchen. Besonders interessiert hat uns der Tatort Eisenach und Zwickau, und dem wollten wir uns widmen. Das haben wir getan. Zweitens, war es ein Trio oder gab es Mittäter? Wir waren nicht sicher nach der ersten Auflage. Und B, sind das schon alle Unterstützer, die wir kennen, oder rennen da draußen noch welche rum, die wir nicht kennen? Das waren für mich die wesentlichen Gründe, warum wir diesen Ausschuss brauchten. Welche Ergebnisse gibt es nach 55 Sitzungen, 78 Zeugen und 727 Gigabyte Datenmaterial, die wirklich ausgewertet wurden? Chapeau an alle Mitarbeiter aller Fraktionen und des Untersuchungsausschusssekretariats. Meine Damen und Herren, die Geschehensabläufe in Eisenach und Zwickau, wo wir viele, viele Vermutungen hatten, sind für mich aufgeklärt im Wesentlichen, aber eindeutig, dass Mundlos Böhnhardt erschossen hat, bevor er sich selbst gerichtet hat. Und wir konnten keine Belege finden für weitere Täter. Ich sage jetzt mal ganz ehrlich, es hat mir sehr gut getan, dass wir den Einsatzleiter dieses Tatorts Eisenach als Zeugen vernommen haben, weil über ihn wurde viel Kritik, Hohn und Spott ausgeschüttet, öffentlich, wie dumm er sich angeblich angestellt hat an diesem Tatort. Und der Mann hatte etliche Stunden Zeit, viele, viele überzogene Kritikpunkte auszuräumen. So ist es eben, wenn du auch die andere Seite hörst. Da bin ich dankbar drum. Und ich glaube, man hätte das eine oder andere anders machen können, aber viel Kritik war an ihm überzogen.
Ich habe an den Tatorten Köln-Propsteigasse haben wir eine Theorie abgeräumt. Nein, es gab keinen führenden Neonazi und V-Mann des LFV, der da beteiligt war. In Dortmund hätte ich mir ein intensiveres Eintauchen in die örtliche Szene gewünscht von GBA und BKA. Wir konnten nichts feststellen, aber Zweifel bleiben. In Kassel haben wir die Zweifel nur noch erhärtet, dass der Mitarbeiter des LFV das alles nicht bemerkt haben kann. Aber wir können keine neuen Belege hinzufügen. Die Zweifel bleiben und Heilbronn ist der entscheidende Tatort für viele Kritikpunkte an der Trio-These. Für mich ist aufgrund der fehlenden Funkzellenauswertungen, der DNA-Abgleiche, die nicht optimal gelaufen sind, vor allen Dingen aber aufgrund valider Zeugenaussagen über eine Anzahl flüchtender Täter, blutverschmiert, die Trio-These kaum haltbar oder die These Duo. Die erscheint mir an der Stelle kaum haltbar, wenngleich ich natürlich überhaupt keine Zweifel habe an der Täterschaft von Mundlos und Böhnhardt. Es geht um die Frage, wer war da noch dabei? Deswegen sehe ich noch etliches an Ermittlungsmöglichkeiten rund um Heilbronn. Die Trio-These, meine Damen und Herren, GBA und BKA haben aufwendig und engagiert ermittelt. Denen kann man keinen Vorwurf machen in Richtung Aufwand, den sie getrieben haben. Aber sie waren fokussiert. Fokussiert auf die Verurteilung der bekannten Angeklagten. Vorwerfbar vielleicht. Ich halte mich da jetzt eher zurück. Ich verweise mal auf den Erfolg dieses Untersuchungsausschusses. Ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Arbeit, das ist ein Erfolgsmoment, dafür gesorgt hat, dass die Bundesanwaltschaft und das BKA erhebliche Nachermittlungen angestellt haben, insbesondere was Trio-These und Unterstützerumfeld anbelangt. Das ist ein Erfolg aus meiner Sicht. Ich möchte auf das Thema DNA nicht eingehen. Das wird wahrscheinlich der Vorsitzende ganz gerne selber machen. Das lasse ich ihm auch. BFV und LFV, ja, Chancen ungenutzt, V-Leutewesen, Schrädern. Meine Damen und Herren, wir können den Schmerzpunkt nur vertiefen, aber es sind alles Befunde aus der letzten Periode. Da ist nichts dran schön zu reden. Aber bitte Balance wahren. Das habe ich schon am 2. September 2013 hier gesagt. Ermittelt haben Staatsanwaltschaften und Polizeien. Deshalb ist es für jede Fraktion wichtig, wenn man kritisiert, auch dort zu kritisieren, wo die Aufklärungsarbeit am Ende zum Erfolg geführt werden muss. Und deswegen hat meine Fraktion versucht, in den Befragungen wirklich zwischen Staatsanwaltschaften, Gerichten, Polizei und Verfassungsschutz eine sinnvolle Balance zu halten. Natürlich kannst du an dem Fall Corelli sehen, wie schlimm manchmal alles läuft, aber daran arbeiten wir und es ist leider kein NSU-Bezug gewesen, sonst hätte man wahrscheinlich, wäre man weitergekommen. Waren wir erfolgreich, meine Damen und Herren? Wir haben alle Richtungen beleuchtet, vorgefasste Meinungen verifiziert, falsifiziert. Wir haben erhebliche Nachermittlungen angestrengt, haben uns um die Umsetzung der Empfehlungen aus dem ersten Ausschuss gekümmert, wo die Bundesregierung sehr viel gemacht hat. Wir hatten wenig Chancen und wir haben nicht die Smoking Gun. Das ist das, was die Journalisten natürlich jetzt gerne hätten. Dann wäre da medial mehr Interesse. Aber so einfach machen wir es uns nicht, meine Damen und Herren. Das war nicht meine Motivation. Geduld, Geduld, Geduld. Die Opfer, die Angehörigen, die Menschen in diesem Land dürfen erwarten, dass wir nicht aufhören, uns darum zu kümmern, dass wir da sind, wenn der Nebel sich lichtet. Und er wird sich lichten. Vielleicht nicht wegen Frau Schäpe. Mir ist das Ehepaar Eminger wichtiger und ich halte das für aufschlussreicher, was die irgendwann sagen. Eine Botschaft an die Täter geht von hier aus. Den Fehler bei der RAF. Früher den Strafverfolgungsanspruch vielleicht nicht mehr so ernst zu nehmen. Heute verfolgen wir sie wegen Räubereien. Merkwürdig. Nie parlamentarisch so aufzuklären wie hier. Diesen Fehler machen wir nicht. Deswegen geht das Signal an München, an die Täter. Wir sind da. Und wir werden nicht aufhören, dieses Thema zu bearbeiten. Und deshalb habe ich mal, das ist kein Scherz, gesagt, ich wünsche mir Cold-Case-Verfahren in den Polizeien aller Bundesländer, die betroffen sind. Weil ich das für ein wirkungsvolles Mittel halte, bin davon überzeugt, dass man mehr aufklären kann. Was ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss aufklären kann, haben wir aufgeklärt. Wenn nichts Neues hinzukommt, halte ich einen dritten NSU-Ausschuss im Moment nicht für erforderlich. Aber das Verfahren, mit dem wir diese Periode begonnen haben, das fand ich sehr gut, dass die Kollegen Pau, Högel,
Mihalic und Binninger als Berichterstatter im Innenausschuss an der Rolle waren. Das ist das Signal, was von uns ausgehen muss. Wir hören nicht auf, mit diesem Thema uns zu beschäftigen, bis alles aufgeklärt ist, was wir aufklären können. Ganz besonderen Dank an Clemens Binninger. Die Qualität dieses Ausschusses hat viel damit zu tun gehabt, dass du diesen Job nicht als parlamentarische Pflicht empfunden hast, sondern dass es eine Herzensangelegenheit war. Und ich glaube, das hat uns gut getan. Danke allen, die mitgewirkt haben, auch dem BMI. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es sind eine ganze Reihe von Vertretern der Opferfamilien hier heute anwesend bei dieser Debatte. Ich möchte Ihnen unsere Verbundenheit und unsere Anteilnahme hier aussprechen. Nächste Rednerin ist die Kollegin Petra Pau für die Fraktion Die Linke.